Hey Leute, willkommen zurück zu Arena of Valor. Heute mit dem Blutschwurskin von Aeri, Diana. Ich habe den gratis bekommen. Warum? Und zwar, ich habe ja damals Aeri in der Tombola gekauft und man kann ja jetzt Aeri mit Gold kaufen sogar im Shop. Das heißt, eigentlich hat man dann quasi ein Amulett verschwendet, bla bla bla. Deswegen hat man da so eine Ingame-Nachricht bekommen. Hoppla. Ich glaube, die sieht man jetzt aber nicht mehr. Vom System, nein, sieht man nicht mehr. Da stand drin halt, weil du den Skin in der Tombola damals geholt hast und der jetzt im Shop für Gold verfügbar ist, hier eine kleine Entschädigung sozusagen und dafür den Skin. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr den bekommt, beziehungsweise wann. Was ich aber so gemunkelt gehört habe, ist, dass der Skin in der Tombola erscheinen wird. Ihr seht, er ist auch limited, also macht das schon Sinn, dass er dann in der Tombola ist, als Amulettpreis, der Skin sozusagen. Da ja jetzt Iris so erhältlich ist, kann man die Leute natürlich so super reinlocken, in der Tombola was auszugeben, ne? Nur Diana, klingt logisch, ne? Mhm. Ja, den Skin werden wir uns heute im Gameplay ansehen. Wie gesagt, versprecht euch nicht zu viel von meinen Iris-Skills. Ich will euch nur den Skin zeigen, es wird wahrscheinlich mega in die Hose gehen, das Game. Aber ist egal. Wir wollen uns nur den Skin ansehen. Wie sieht der Ingame so aus? Ist es wert, dass ihr euch den in Zukunft holt? Oder reicht euch die ganz normale Aeri? Wahrscheinlich schon, weil die sieht echt cool aus. Es gibt noch den arschteuren Boxenstopp-Skin. Das sieht auch nicht so schlecht aus. Aber der Blutschwur ist natürlich ganz was anderes. Ne? Der Name schon. Aber ja, wie gesagt, ich finde auch, der normale Skin reicht. Ich bin noch immer kein Aeri-Fan. Werde ich wohl auch nie sein. Aber ja, wie gesagt, wartet nicht zu viel vom Gameplay. Seht doch einfach den Skin an. Lasst euch ein bisschen treiben auf der Welle. Ihr seht, ich habe es ja noch nie gespielt. Also nicht viel gespielt. Ich habe 3, 4, 5 Runden oder so. Und da habe ich die meisten verloren. Ich habe nur 35 von 100 Anfänger-Dinger da, wie ihr seht. Aber ja, und den Bild, den wir nutzen, ist der hier. Wurde mir hart empfohlen. So kann ich den auch nur weiter empfehlen. Ich habe ihn nicht selber rausgefunden. Ich habe ihn nicht mir ausgedacht, sondern ich habe mir empfehlen lassen von Pro-Spielern, also benutzt den gerne mal. Und ja, viel Spaß im Gameplay, wie gesagt, erwartet euch nicht zu viel. Konzentriert euch auf den Skin, Diana, ne? Mhm. Also, bis gleich im Gameplay. Hey, Leute, willkommen zurück im Gameplay nun endlich mit dem Blutschwur-Skin von Aeri. Mit dabei Black Soldier. Hey. Der Timmy. Die Diana ist leider krank, also wünscht ihr gerne eine gute Besserung. Aber sie ist ganz tapfer und ist natürlich ein echter Nerd und zockt im Bett weiter. So muss das sein. Nehmt doch ein Beispiel. Ja, wir spielen hier mit Randoms, wie ihr den Namen schon erkennen könnt. Keiner mehr, das ist. Tool, Midlane, Zanis, Jungle, Valheim. Ich bin gespannt. Ich soll Lane gegen Ryoma. Kann natürlich funktionieren. Nur, wie ihr wisst, ich bin nicht so der Edel-Pro. Ich versuche mein Bestes. Ich wollte euch auch mal den Skin zeigen. Wenn man ihn schon mal kriegt, muss man ihn auch zeigen. Und wir haben da jetzt zwei Changas sozusagen Gegner. Das sieht komisch aus. Gehen wir mal auf unsere schöne Solo-Lane. Haben noch keinen Ingame-Sound. Warum auch schon wieder? Keine Ahnung. Ich hoffe, der Valheim geht richtig, wenn er mal da ist. Ich hoffe auch. Das ist immer die große Frage. Was tun die Randoms? Jetzt war wieder tot. Ich muss mich mal wieder zurechtfinden, ich habe gerade vorher 3 Runden LOL gespielt. Wird ein bisschen schwer. Bloß nicht zurückgehen zum Item kaufen. Bloß nicht zurück. Ja, der Valheim rennt schon mal richtig. Ist gerade ungewohnt, echt am Handy zu spielen. Das ist doch klein. Okay, ich habe hier niemanden, deiner. Keine Gegner. Nein, ich bin eingekesselt. Ach, deswegen. Oh, jetzt ist Rio mal da. Mal ein bisschen das Minion hier verprügeln. Ha, wisst. Na, willst du wissen? Schafft's aber nicht. Schafft's aber nicht. Wir bauen uns als erstes Mantel des Ra. Dann Frostmantel, wie ihr seht. Dann die Schuhe, dann Frostmantel. Und dann mal sehen, was wir so machen. Ah, weggesprungen ist er.
Aufpassen, ich bin nicht so gut eingespielt mit ihr natürlich. Sehr schön, Walheim tötet Walheim. Die Pros hier am Werk, ne? Hast du der so... Hat der hat sich einfach hingestellt und nicht mehr bewegt, wir wären ja blöd gewesen. Ah, Fugang! So. So, ja, ich bin... Ah, ich erwischt. Ah, schwecken Rioma. Wenn man Airi überhaupt nicht kann. Noch ein Kill. Sehr schön, Leute. Ihr carried mich. Nein, da war noch jemand. Ah, da war noch jemand in der Wiese. Jetzt wollte ich gerade noch hinrichten drücken und dann was hat er schon hinrichten gedrückt. Leider ist das ein Rioma mit hinrichten und kein Rioma mit Teleport. Schade. Er war schneller als ich mit Knöpfchen drücken. Ah, wir werden das schon hinkriegen. Das Kind sieht übrigens in-game echt cool aus. Trotzdem bin nur weiterhin, bleibe ich mal, keiner ihre Fan. Auch wenn sie natürlich nicht schlecht ist, aber ja, ist halt nicht meins, ne? Er ist halt nicht meins. Jetzt haben sie mich gesehen. Wo ist Wukong hin? Ah, ganz weg. Wenn er klopft, die Minions down. Guten Tag. Hi. Sind sie damit? Komm. Hauen sie da ab? Nein, das wollen die Gegner denn. Sie wissen ja selber nicht. Sehr schön. Das waren alle. Das, ja. Tschüssi. Was meint der Mann da unten gerade? Ja, mal schnell den Turm hier pushen. Schnell mal den Turm hier pushen. Dann gehe ich wieder runter. Auch wenn den Turm unten verlieren. Bis ich unten bin, ist sowieso zu spät. Haben jetzt Mantel das Rad fertig? Ja. Okay. Sollen wir die Schuhe machen? Die Boots. Und dann natürlich erstmal ganz gemütlich Frostmantel. Sehr schön. Next Tower down. Ah! Ich kriegen wir noch, oder? Ja, sehr schön. Ah, da war noch was. Ah, da ist der Wukong. Haut ab. Sehr schön, Zahnis. Wir haben gut assistiert, glaube ich, mit unserer Ulti. Das stunnen wir die Gegner kurz. Oh Gott, Mitte. Nein! Ah, ich war zu langsam wieder. Ich hab die gedrückt. Okay, es kam nur ganz spät. Hä? Das war gerade merkwürdig. Mit ein bisschen Minions machen. Nein, jetzt kann der Wukong. Oh, schade. Ich hatte fast Laurel schon. Aber habe ich sie jetzt rausgelockt? Kommen sie jetzt? Kommen sie nicht? Ja, sehr schön gemacht, sehr schön gemacht. 6 Assist schon. Es läuft doch irgendwie, ne? Es läuft doch irgendwie. Oh, Turen, aufpassen. Wukong ist da. Achtung! Wukong ist wahrscheinlich noch immer da. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, da ist er. Ich wusste es doch. Ich hätte nicht reingehen sollen, aber ich hab's mir... Ich war mir nicht sicher. Aber wir haben ihn rausgelockt und so konnten sie die zwei jetzt töten. Ja, nice. Leider stirbt jetzt auch beide. Schade. Öffnen sie das Öffnen. Ich liebe die Übersetzungen in dem Game. Jetzt leben halt alle Gegner wieder und der Wukong ist wieder da. Aber ich hätte mir denken können, dass der Wukong hier immer noch parkt in der Wiese. Gehen die zum Abgrundrachen oder gehen die von hoch? Ja, die gehen da. Oder er war nur gucken. Was? Okay, er lockt mich. Er möchte da reinlocken. In der Mitte. Nehmen uns. Gott, nee. Hat meine Fähigkeit auch nichts mehr gebracht. Nein, ich komme nicht raus. Oh nein, ich hätte sie mitgenommen. Leider hatte sie genau dann ihr Talent eingesetzt. Das war super von der Laurel. Schade. Könnt ihr den noch holen? Ja, perfekt. Sehr schön. Ein lustiges Walheim-Game. Walheim Gegner, Walheim-Bot. Ja, wir bauen jetzt natürlich erstmal den Frostmantel hier endlich. Und danach Fafnir. Ich bin natürlich kein Airi-Pro. Gerne Tipps in die Kommentare für die ganze Community. Ich bin nur der Typ hier, der euch den Skin vorstellt. Oh, das Wukong. Oh Gott. Kann er das machen? Nein, ich hab sie gestunt. Sehr schön. Down. Sehr schön, Laurel.
Ah, sehr schön, dass die Laurel da ist. Es lebt nach Wukong zum Beispiel, das ist nicht gut. Weiß er, wo sind die hin? Was haben die vor? Wer will hier einen Keks? Bleibst du bei Walheim? Achso, nein, ich muss zurück. Ah, sehe schon, sehe schon. Red Buff mal machen hier. Ja. Ich lass ihm den sogar. Nein, in der Mitte! Oh Gott, da kommen die plötzlich her! Was? Nein! Wir haben doch gemütlich gerade den Red Buff gemacht und plötzlich. Was geht ab? Doppelt tot. Alter, wie waren die so schnell? Eieieiei. Geht da jetzt nicht rein? Fafnir am Start. Jetzt Muramasa. Natürlich kann überall jetzt hier der Wukong sein. Ja, da ist er links. Okay. Sind jetzt darüber. Machen wir es denn schlechter oder sind wir einfach nur in der Wiese hier? Jungle ist weg. Ja, schlechter wusste ich es doch. Umdrehen. War so klar. Das war so klar. Und eine Tour mit der Käse. Sie teilen sich auf. Bin gespannt. Ah, Wukong, Rollen. Gestunt. Down, down. Sehr schön. Mit der aufpassen. Sehr schön, ne? Ja, der Wukong irgendwo. Ah, hier. Ah, ich kann die Laurel nicht down. Diese blöde Lebensraub. Ah, ich hasse es, ne? Ich hasse diese Laurel. Die ist zu krass einfach mit ihrem Lebensraub. Die kriegst du nicht mehr down. Chibi! Oh Gott. Ich sehe dein Leben nicht. Ah, jetzt. Ganz, 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 ganz viel. Ah, diese Laurel. Ihr erstes Item ist sogar das Lebensraub-Item. Oh, und dann nur mal defensiv. Frostmantel. Bollwerk. Okay. Die baut auch sehr defensiv. Hat man gespürt. Und ihr Schaden hat auch gereicht noch. Danke, Iron, fürs Bild. Iron, voller Wind. Furzi nieder. So, müssen wir jetzt aufpassen. Oben oder unten? Schwer zu sagen. Okay, geht schon hoch. Dann gehe ich runter. Ist ein Wukong, der macht das gut. Der ist immer sehr, sehr versteckt. Okay, oben sieht man wieder mehrere. Ist hier unten ein bisschen rausgepusht? Mitte ist rausgepusht. Oben, Laurel kommt wahrscheinlich gar nicht. Tschüss, Walheim. Der kommt davon. Laurel kommt entgegen. Hat die Laurel ihre Ulti schon wieder? Das ist die große Frage. Also Zahnis musste zurück. Mach mal die Mine jetzt in der Mitte. Schwer zu sagen, schwer zu sagen. Ah, ich renne hier gegen die Wand. Kommt davon, wenn man auf die Map guckt. Dein Stiefel und besser als Laurel. Was? Ich liebe diese Übersetzungen. Muramasa am Start. Jetzt nach Gunst der Waldfähren. Wir sind Full Build erstmal. Vor allem Gunst der Waldfee hätte ich wahrscheinlich vorbauen sollen. Ich wollte wegen Laurel. Mal schön pushen, alles schön gepusht halten. Hier war ein Wukong. Ich bin im Arsch. Oh Gott, ne, ich komme hier mal weg. Alter, die rennen hier zu viert rum. Mit dem habe ich und Tulen jetzt überhaupt nicht gerechnet. Das war jetzt ein bisschen viel. Das war jetzt zu viel. Pass auf. Was macht ihr denn? Nein, Zahnis, du OP-Hero. Ihr seid im Arsch, ne? Und Walheim geht natürlich auch noch voll mitten rein in die Gegner. Ah, GG. Der ist voll der Pro. Der ist voll der Pro. Zahn ist so vorhin so gut, deswegen dachte ich, ich kann zu ihm hin und kann ihn wiederbeleben. Ja. Aber pff. Also Walheim mit 2-7, er ist halt echt der Hero. Oh Gott, das schaffen wir nicht mehr. Da kommen wir nicht mehr raus. Da kann man nicht mehr raus. Nein, die Minions! Oh, wir verdrückt auch noch. Ich gehe da noch mal rein! Nein, schade. Ich stehe aber mittendrin. Ja, ich wollte nur den Skin zeigen. YOLO, scheiß drauf. Leckt's mich doch am Arsch. Immer diese Randoms, Leute. Immer diese Randoms.
Da machst du was mit. Da machst du was mit. Vor allem, habt ihr den Walhain gesehen? Ich meine, ich verstehe schon, warum er rein ist, wahrscheinlich, weil er möglichst nahe ran wollte mit der Ulti, um alles drauf zu knallen. Vergessen zu liken. Und. Aber das hat er nicht geschafft. Warum beginnt er mit Fafnir und geht dann auf Magic? Ich hätte gleich bei Magic geblieben, Mann. Mann. Kann man den Typen angucken, ey? Platin 4. Schäm dich. Schäm dich. Schäm dich. Buh, buh, buh. Naja, das war der Skin. Ich weiß, wie gesagt, leider noch nicht, wie man den jetzt dann bekommt als normaler Spieler. Ich habe ihn aus der Tombola sozusagen. Ich erkläre es dann, ja. Hab's ja erklärt. Und ja, wenn euch der Skin gefallen hat, ne? Lasst gern für den Skin ein Like da. Ignoriert das Gameplay. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Viel Spaß. Haut rein. Ciao. Tschüss.